Vor über 10 Jahren kam die Landeszentrale für politische Bildung auf die Idee, Europa stärker in den Fokus zu nehmen. Und das wollten wir vor allem mit Planspiele tun, mit Simulationen tun. Simulieren heißt, dass wir von der Osterweiterung der Europäischen Union bis hin zur Klima- oder Europapolitik in Detailfragen versuchen, mit jungen Menschen nachzuempfinden. Und das kann sowohl in einem Tagungshaus, in der Jugendherberge oder auch vor Ort an der Schule durchgeführt werden. Eine Bedingung gibt es: Wir brauchen mindestens 2 Klassen, damit sämtliche Rollen abgedeckt werden können. Die Jugendlichen sollen in die Lage versetzt werden, die Strukturen der Europäischen Union zu erkennen, um dann auf dieser Basis dann auch entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Schülerinnen und Schüler können auf uns zukommen, aber natürlich auch die Lehrkräfte. Und dann versuchen wir das mit einem Junior-Team Europa, das sind jüngere, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns, versuchen wir es mit denen gemeinsam einen Termin zu finden. Wir brauchen dafür 1 bis 3 Tage. Die Kosten sind nicht allzu hoch, die werden von der Landeszentrale für politische Bildung übernommen. An die kann man sich auch wenden, wenn man sowas umsetzen will. Also ihr seid die, die hier nachher loslegen werden in diesem Rollen. Kleiner Kommissar, 12 Ministerinnen und Minister, 14 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, 4 Lobbyisten und 3 Pressevertreter. Nur unsere Regierung kann Gesetze einbringen. Man spricht auf europäischer Ebene von einer Initiative. Die Kommission bringt eine Initiative ein, einen Vorschlag für ein Gesetz. Und ein bisschen so wie wir das, und deshalb war ich sehr dankbar, dass ihr auch Bundesrat gesagt habt, ein bisschen so wie in Deutschland, wenn es kompliziert ist, so ist es in Europa immer, ist, dass wir zwei Kammern haben, nämlich Rat, wo unsere Minister sitzen, aus den 27 Mitgliedstaaten, die Fachminister, hier unsere Umweltminister, und hier haben wir unsere Abgeordneten sitzen. Und Rat und EP gemeinsam müssen dieser Initiative, die von der Kommission kommt, zustimmen. Allerdings werden sich Rat und Parlament in den seltensten Fällen sofort einig sein. Die haben unterschiedliche Ansichten. Und was wichtig ist, dass diese Initiative kann auch noch verändert werden. Von der anderen Seite versuchen unsere Lobbyisten, das Europäische Parlament und den Rat auf ihre Seite zu bringen. Und nicht nur, dass Rat und Parlament unterschiedlicher Meinung sind, sondern intern unsere 12 Mitglieder im Rat und unsere 14 Mitglieder im Europäischen Parlament sind natürlich auch noch einmal unterschiedlicher Ansicht. Im Parlament sitzen 5 unterschiedliche Fraktionen, dass die sich natürlich erst einmal einigen müssen, wohin der Hase rennt. Und wir natürlich auch 12 Staaten haben, die sehr, sehr unterschiedliche Ansichten haben, ist auch klar. Und bevor der Rat nach außen treten und verhandeln kann, muss der Rat sich erst einmal eine Meinung bilden. Und genauso muss das Europäische Parlament sich auch erst einmal eine Meinung bilden. Ihr bekommt von uns euer Rollenprofil, ihr bekommt Hintergrundinformationen zu den einzelnen Fragen. Ich möchte euch einmal zeigen, wie dieses im Gesetzgebungsverfahren tatsächlich funktioniert. Das Parlament stimmt wie ab? Wer die meisten Stimmen hat, genau. Also ist die Frage sozusagen, wenn bei 14 wären es 8 Stimmen, beziehungsweise dann, wenn man 7 Nein-Stimmen hat, bei 14 hat man keine Mehrheit. Wenn sich allerdings noch welche enthalten, sieht das wieder ganz anders aus. Im Rat haben wir die Situation, dass wir gewichtet abstimmen. Das bedeutet, je größer ein Staat ist, umso mehr Einfluss hat er auch. Aber es reicht eben nicht, dass man 50% bekommt, sondern man muss eben dann eine ganz bestimmte Marge überschreiten. Weil wir 12 Staaten haben, da muss ich einmal ganz genau ausrechnen, wie jetzt genau die Mehrheitsverhältnisse sind. Anders als im Parlament findet auch immer die Größe eines Landes Berücksichtigung bei der Abstimmung. So bitter wie es klingt, für die kleinen Staaten eine Stimme von Deutschland hat ein größeres Gewicht als eine Stimme beispielsweise von Luxemburg. Zum Ablauf, ihr kommt zusammen, macht eine erste Sitzung im Rat und Parlament und sozusagen wählt einen Vorsitzenden, einen Präsidenten und guckt, und dieser Präsident, dieser Vorsitzende moderiert die erste Runde. Man schaut, ob man die schon gemeinsam sich auf einen Weg begeben kann. Dann kommt von der Kommission ein Initiativvorschlag und diese Initiative
wird im Parlament diskutiert, im Rat diskutiert und das Parlament kann einen ersten Vorschlag machen mit Mehrheit, inwieweit diese Initiative der Kommission geändert wird. Dieses wird an den Rat übermittelt und der Rat muss dann schauen, mit Mehrheit auch, ob er sich dem anschließt oder vielleicht ganz andere Ideen hat. Sollte er andere Ideen haben, kann er wiederum mit Mehrheit das ändern, kann einen neuen Vorschlag machen, der dann wieder an das Europäische Parlament zurückgeht und dann geht es letztendlich weiter. Und natürlich wird draußen vor der Tür immer die Presse warten beim Rat. Der Rat tagt nicht öffentlich, das Parlament tagt öffentlich. Als Parlament wird die Presse natürlich ganz, ganz kritisch beäugen, was ihr hier gemeinsam macht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute zu dieser feierlichen Stunde hier in Brüssel begrüßen zu dürfen. Der Konferenz und den anstehenden Verhandlungen sehen wir mit großen Erwartungen entgegen. Im Jahr 2004 sind der Europäischen Union 10 mittel- und osteuropäische Staaten erfolgreich beigetreten. 2007 folgte der Beitritt von Bulgarien und Rumänien. Nun stehen weitere Gespräche mit 7 Staaten des westlichen Balkans an. Sie entscheiden, welche Länder zu welchem Zeitpunkt der Europäischen Union beitreten können und werden. Viel Erfolg in den Verhandlungen. Uns der Kommission liegen weitere 8 Anträge verschiedener Länder vor, die wir heute in unserer Sitzung überprüfen werden. Auf den Grundlagen der Kopenhagener Kriterien nachschauen, ob es in der Wirtschaft keine Probleme gibt, ob die Marktwirtschaft auch floriert und ob die Politik so entspricht, wie wir uns das vorstellen. Als nächsten Schritt werden wir die Anträge einzelner Länder noch mal genauer überprüfen, um dann unseren eigenen Standpunkt besser differenzieren zu können. Wir sind die Abgeordneten von Serbien und wir werden jetzt gleich unsere Rede vor dem Ministerrat halten für den EU-Beitritt unseres Landes. Ich bin die Außenministerin von Serbien, Ana Dimirovic. Begleitet werde ich von unserem Wirtschaftsminister Boris Tadic und unserem Innenminister Marko Pantelic. Wir sind hier, um den einen Antrag für den EU-Beitritt zu stellen, für unser Land, die Republik Serbien. Wir können der EU durch unsere Völkervielzahl der ethnischen Gruppen und auch durch unsere Religionsvielfalt viel bieten und zum kulturellen Verständnis der EU beitragen. Dankeschön. Unsere Wirtschaft wächst immer weiter. Irgendwann werden wir die Wirtschaftssituation weiterentwickelter Länder in Europa ebenfalls erreichen. Wir, die serbische Delegation, wir denken, dass wir bereit sind, der EU beizutreten, da sich unsere Wirtschaft sowohl wie unsere Politik durch die Jahre hinweg verbessert haben. Dann gibt es ja noch die Diskussion über den Status des Kosovos und wir sind dann nach einer friedlichen Lösung. Deshalb arbeiten wir auch schon mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zusammen. Ich finde, man kann nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt betrachten. Man muss auch sehr wohl das Soziale betrachten. Und da ist Serbien einfach mit seinem Umgang, in seinem Umgang mit diesem Kosovo-Konflikt und was da alles noch mit dran hängt, ist Serbien da nicht tragbar. Allerdings finde ich, dass finanzielle Gründe doch sehr wichtig sind. Denn immerhin sind wir es ja, die dann dieses Land unterstützen müssen. Wenn es jetzt Mazedonien ist, dann müssen wir viel mehr bezahlen als für Serbien. Also die erste Frage ist, ob Serbien aufgenommen wird, unter der Bedingung, dass der Kosovo-Konflikt behoben wird, also dass Kosovo als eigenständiger Staat anerkannt wird von Serbien. Bitte melden. Ja. Also, es sieht noch nicht nach einer einheitlichen Mehrheit aus. Man kann ja nicht von irgendwelchen Leuten in armen Ländern, die gerade aus dem Krieg kommen, irgendwie erwarten, dass sie jetzt einen super tollen Markt geschafft haben und noch nicht mal Deutschland, Frankreich, Italien haben, irgendwie schaffen, dass ihre Schulden in diesen 3% gegangen sind. Ich glaube, dass in naher Zukunft mit Hilfe der EU eine stabile Marktwirtschaft zu erreichen. Ja. Also, wer ist denn für die Aufnahme von Serbien? Wobei, da zählt jetzt die direkte Aufnahme. Ja, also ja, es geht um die direkte Aufnahme. Ja, das ist okay. Wir wissen. Ja, sicher nur der Hauptparteiversammlung. Wir haben uns jetzt hier versammelt, um nochmal die Position
mit dem Vorsitzenden des Parlaments und des Rates zu besprechen. Serbien zeigt große Probleme wegen dem Kosovo-Konflikt. Im Rat haben wir da schon ziemlich lange drüber diskutiert und auch das Verbrechertribunal ist nicht sehr überzeugend für uns rübergekommen. Okay, vielen Dank. Dann das Parlament. Zu Serbien ist bei uns das Problem, dass die Bevölkerung noch ziemlich gespalten scheint und dass die EU-Normen einfach keineswegs erreicht sind. Und dadurch, dass es für uns, ja auch durch den Kosovo-Konflikt natürlich, da sind wir uns noch sehr uneinig, beziehungsweise im Grunde schon einig, aber negativ. Es gibt keine weiteren Fragen, dann würde ich die Sitzung hiermit beenden. Dann fangen wir am besten jetzt mal an, unsere Entscheidung zu finden. Und wir fangen am besten mit Serbien an, wo wir uns teilweise ja schon einig sind. Jetzt muss ich erst mal wissen, wer überhaupt für den Beitritt von Serbien ist. Bitte melden. Polen, Italien, Großbritannien und Deutschland. Das ist leider keine einheitliche Mehrheit. Wer ist für den Eintritt von Serbien? Herr irgendeiner war dafür. Wer enthält sich? Moment. Und dagegen? Nach diesem langen Tag haben wir uns jetzt hier wieder versammelt. Es ist einiges passiert. Die Vorstellung der jeweils liegen Länder, die ihren Beitritt in die EU wünschen. Im Rat gab es die Abstimmung und im Parlament. Und nun wollen wir uns die Entscheidung, die im Rat gefällt wurde, anhören. Nicht aufgenommen wird von uns Serbien, da es da dort noch einige Unstimmigkeiten gab innerhalb der Ratsmitglieder. Die Entscheidung des Parlaments. Auch gegen Serbien haben wir uns entschieden. Und zwar mit der Begründung, dass es einfach eine noch zu gespaltene Bevölkerung ist, dass die Bevölkerung sich also einfach noch nicht einig ist, was sie will. Und erst da müssen wir abwarten, wie es da weiterhin verläuft. Außerdem sind die EU-Normen in Serbien einfach noch nicht ganz erreicht. Wir haben deswegen beschlossen, ihnen sozusagen einfach noch Zeit zu lassen und eventuell dann in ein paar Jahren, 5 Jahren, einfach nochmal darüber so abzustimmen und zu schauen, wie weit sie denn inzwischen sind. Serbien, Sie können in weiteren 5 Jahren gerne einen Antrag stellen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, beende ich die Sitzung. Das Planspiel ist eine gute Alternative zum Frontalunterricht, weil man sich auch dadurch, dass einem verschiedene Rollen zugewiesen werden, wirklich in der Rolle aufgehen kann und sich damit auch identifizieren kann und auch auseinandersetzen und auch seine eigene Meinung mit einbringen. Und da das Ende ja von vornherein offen ist, kommt es auf die jeweiligen Mitglieder bzw. Kollegen an, wie sich das Planspiel entwickelt. Also ich finde es eine großartige Idee, dass die Bürgermeister und Oberbürgermeister ihre Rathäuser öffnen für ein Planspiel über Europa. Im wirklichen Leben ist es ja noch viel komplexer, als dass die jungen Leute hier nachspielen. Im wirklichen Leben haben sie ja natürlich noch weitere Einrichtungen und EU-Gremien, wie beispielsweise den Ausschuss der Regionen, in dem alle über 300 Regionen Europas und kommunalen Gebietskörperschaften vertreten sind. Sie haben dann noch den Wirtschafts- und Sozialausschuss, in dem die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und so weiter, alle Vertreter der Wirtschaft und auch der Ökologie, der Umwelt da drin noch mitwirken, die alle in diesem Willensbildungsprozess mitgehört und mitbedacht werden müssen. Also kurzum, ich finde es toll, dass so ein Planspiel gemacht wird. Den jungen Leuten müssen wir dann immer wieder vermitteln, dass es dann dieses schon so komplizierte Planspiel dann noch komplexer ist. Wundert es einen da nicht, dass am Schluss noch richtig gute Ergebnisse herauskommen? Ich finde es großartig. Europa ist doch toll.